Hi und ich grüße euch heute zu einem neuen Video. Es geht um das Thema Haarentfernung. Jetzt nicht unbedingt das angenehmste Thema, um darüber zu reden, aber ein sehr wichtiges. Die Sonne scheint, wir haben Sommer, ich liebe es, wobei ich sagen muss, also mein Büro ist eher eine Sauna als was anderes und da schlägt der Kreislauf schon mal gerne Alarm, aber ansonsten liebe ich den Sommer sehr und genieße ihn auch in vollen Zügen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch vielleicht ab und zu mal Zeit habt, ins Schwimmbad zu gehen oder an den See zu fahren. Ich hoffe es und wünsche es euch natürlich. Ein bisschen bleibt uns der Sommer ja noch erhalten und demnach ist das Thema Haarentfernung natürlich absolut up to date und ganz essentiell und ich erzähle euch jetzt einfach so ein bisschen was. Es geht von Kopf bis Fuß, den ganzen Körper, was ich da schon so für Erfahrungen gemacht habe, wie ich da momentan dagegen vorgehe und so weiter und so fort. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video. Wir beginnen logischerweise von oben, also im Gesicht. Ich hatte euch mal ein Video gedreht über die Benefit Brow Bar, die benutzen ja Heißwachs. Und seitdem ich dort war, gehe ich nur noch zum Heißwaxing im Gesicht. Das ist, wie gesagt, Augenbrauen und Oberlippe. Mehr, also eine andere Möglichkeit gibt es da für mich nicht. Ich hatte tatsächlich auch schon mal die Kaltwachsstreifen ausprobiert. Die kennt ihr mit Sicherheit auch. Das sind jetzt die von Balea, meine ich. Also das, ich weiß nicht, wie ihr das schafft, wenn ihr damit klarkommt. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Also es geht mir nicht um den Schmerz. Also mir tut es nicht weh. Auch das Heißwachs tut mir jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr weh. Weder an den Augenbrauen noch an der Oberlippe. Aber ich komme mit diesen Streifen absolut nicht klar. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Es ist natürlich viel teurer, zur Brow Bar oder ins Kosmetikstudio zu gehen, als sich so ein paar Kaltwachsstreifen zu kaufen. Die funktionieren ja so. Man nimmt die Streifen, wärmt sie in den Handflächen an, ja, zieht sie dann auseinander, ja, und klebt die sich dann hier oben drauf, rubbelt und ratsch abziehen. Aber bei mir, also außer dass ich dann dieses Klebezeug an der Oberlippe habe, tut sich da bei mir leider gar nichts. Augenbrauen zupfen ist natürlich noch eine Variante da, also sobald sie nachwachsen, zupfe ich schon ein bisschen. Wenn ich dann diesen Punkt überschreite, an dem ich das Zupfen nach dem Waxing vergesse, lasse ich dann die Haare wachsen und gehe dann einfach wieder zu Waxing. Also ich muss da auch nicht oft gehen, ich glaube maximal einmal im Monat oder alle 6 Wochen und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, das mit einem Faden machen zu lassen, habe ich auch schon versucht, da war ich bei La Villa Coman in Ottobrunn, den Salon hatte ich euch ja schon vorgestellt und da habe ich das erste Mal Faden an der Oberlippe ausprobiert. Also an den Augenbrauen kannte ich das schon, aber an der Oberlippe zum ersten Mal und Leute, das hat so weh getan. Ich bin wirklich kein schmerzempfindlicher Mensch, was Haarentfernung angeht. Wirklich nicht. Aber das war Horror. Also ich lasse nie wieder den Faden an meine Oberlippe. Das hat so weh getan und auch an der Augenbraue. Also ich bleibt beim Heißwachs im Gesicht. Wenn ihr da einen besseren Tipp habt für mich, immer her damit. Ich habe jetzt auch, also ich bin jetzt gerade auf dem Trichter epilieren, da komme ich dann nachher aber noch drauf. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr schon mal im Gesicht epiliert habt und was da so bei euch rausgekommen ist oder ob ich das mal probieren soll. Sagt mir da mal Bescheid, dann mache ich das. Kommen wir zu den Achseln. Bei den Achseln mehr oder weniger das gleiche Spiel. Also rasieren ist für mich auch an den Achseln keine Option mehr. Mir geht es so auf die Nerven. Egal, ob man jetzt diese Einmalrasierer habe ich früher immer verwendet. Wobei die von Gillette, also da kann ich euch wirklich, also wenn ihr rasiert, dann Gillette. Ich meine, klar, die sind richtig teuer, diese Dinger. Aber ich finde die einfach nur super. Ich habe mir hier diese Kaltwachsstreifen gekauft. Das sind jetzt die von Isana, glaube ich, von Rossmann, genau. Hier genau das Gleiche. Ja, habe ich auch probiert an den Achseln. Da gibt es auch, da kann man auch die kleinen benutzen, aber ich, also entweder bin ich zu blöd dazu oder es funktioniert bei mir einfach nicht. Also auch die Achseln lasse ich mit Heißwachs behandeln und das hält bei mir auch so um die 4 Wochen. Bin ich total dankbar. Das ist halt so, dass die Härchen dann ganz, ganz fein und vereinzelt nachwachsen. Sobald ihr vom Waxing wieder auf den Rasierer umsteigt und dann die Haare wieder rasiert, wachsen die wirklich wieder so krass nach wie am Anfang. Also ihr müsst beim Waxing schon dranbleiben, versteht ihr, was ich meine? Sonst wären die Haare auch nicht weniger. Das ist, wenn ihr mal rasiert und mal zum Waxing geht, das ist blöd. Das habe ich nämlich auch schon gemacht, weil ich nämlich keine Zeit hatte, zum Waxing-Studio
zu gehen. Da gehe ich übrigens gern zu Wax and the City. Kennt ihr das? So wie Sex and the City, nur Wax and the City. Da geht ihr hin und da habt ihr keinen Termin oder so, sondern da geht ihr einfach hin und guckt, ob die Zeit haben. So gestern Abend zum Beispiel. Ich war gestern beim Oberlippen-Waxing und Augenbrauen-Waxing und bin ich abends hin, ich meine, es war 19 Uhr, die haben bis 20 Uhr offen, bin ich sofort dran gekommen, total cool. Die Preise sind noch okay und ihr bekommt auch so eine Stempelkarte und könnt dann abstempeln und bekommt, glaube ich, irgendwann mal eine Behandlung gratis oder 10 Euro Rabatt oder so. Also eigentlich ganz cool. Auch an den Achseln ist Rasieren für mich keine Option mehr, weil die wachsen einfach viel zu schnell nach. Ich müsste also spätestens alle 2 Tage rasieren und das ist mir einfach zu blöd. Da bin ich einfach viel zu faul dafür. Noch was zum Thema Achselhaarentfernung. Ich habe da den Epilierer verwendet. Ich hatte euch auf Instagram gepostet, dass ich mir den hier von Rossmann gekauft habe. Der hat, da steht sogar noch 16,99, 17 Euro gekostet. Das Geräusch sagt schon alles, würde ich sagen. Ich habe vorher noch nie epiliert und hatte gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus und möchte mir nicht gleich so ein teures Gerät kaufen. Ich habe es zuerst an den Beinen probiert, beziehungsweise so ein bisschen an den Armen. Und mir hat es eigentlich nicht wehgetan. Dachte mir so, cool, machst du. Und ich stand, glaube ich, eine Stunde im Bad, Leute, und habe versucht, meine Beine damit zu enthaaren. Und ich muss dazu sagen, ich habe sehr feine blonde Härchen an den Beinen. Also vielleicht ist es auch das Problem gewesen. Also zu kurz kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie waren. Ich habe sie extra wachsen lassen. Die müssen ja mindestens, ich glaube, 4 mm oder so sein. Also sie brauchen eine bestimmte Länge, sonst greift der Epilierer nicht oder sonst greift auch das Wachs nicht, muss man auch dazu sagen. Die Härchen müssen eine bestimmte Länge haben, damit ihr wachsen und epilieren könnt. Auf jeden Fall, Leute, ist dieser günstige Epilierer keine Option. Ich habe, wie gesagt, an den Beinen ewig hin und her. Und ich meine, es hat nicht wehgetan, aber die Haare sind halt auch nicht rausgegangen. Deswegen war das leider für mich ein absoluter Fehlkauf und 17 Euro für den Arsch. Genau das gleiche habe ich in den Achselhöhlen probiert. Und funktioniert hat es erstmal auch nicht gut. Und es hat Schweine wehgetan und geblutet. Ich meine, klar, also beim Waxing, da blutet es auch mal ab und zu. Beziehungsweise am Anfang hat es immer geblutet, jetzt mittlerweile nicht mehr so. Aber das waren solche Schmerzen. Ich gehe nie wieder mit dem Epilierer an meine Achseln. Nie wieder. Gott. Ich habe von Braun den Silk Appeal zugeschickt bekommen. Da wird noch ein separates Video kommen, also nur übers Epilieren. Weil wenn ich da jetzt auch noch was darüber erzählen würde, dann würde das Video, glaube ich, 5 Stunden gehen. Bikini-Zone. Blödes Thema, ganz blödes Thema, weil da habe ich ehrlich gesagt schon die beste Variante noch nicht gefunden. Also ich bin da auch ein Fan vom Waxing, sage ich euch ganz ehrlich. Aber also das erste Mal Waxing in der Bikini-Zone war Horror, das hat richtig wehgetan. Aber ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt, nur was da halt der Scheiß ist, das ist richtig, richtig teuer. Und das muss man auch mindestens einmal im Monat machen, vom Haarwuchs her. Ich meine, die wachsen dann auch ganz fein nach, aber das ist mir einfach zu teuer. Epilieren habe ich mich ehrlich gesagt nach dieser Achselhöhlengeschichte nicht mehr getraut. Oh Gott, also wenn die Achselhöhle schon so weh tut. Ich meine, vielen tut auch Waxing in der Achselhöhle weh, mir überhaupt nicht. Aber das Epilieren war Horror und ich traue mich gar nicht an die Bikini-Zone, ehrlich gesagt, ran. Sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet oder wie ihr das handhabt. Ich meine, klar, rasieren, okay, dann rasiert man halt wieder, aber ansonsten, nee, keine Ahnung, da würde ich auch trotzdem sagen Waxing. Also bei den Beinen war ich jahrelang ein Fan von Enthaarungscreme. Ich habe jetzt hier noch so einen Rest von Veda, habe aber immer die von der Drogerie, also die aus der Drogerie genommen, die Eigenmarken. Die fand ich immer sehr gut, beziehungsweise noch besser war, weiß ich nicht. Da verlinke ich euch mal aufgebraucht Video von mir in der Infobox, da sage ich da noch was über das Thema Haarentfernungscremes. Bei mir bleibt entweder eine komplette Reihe an Härchen, sieht total bescheuert aus, oder ich schneide mich ins Knie oder beides. Also Beine und Rasieren kommt für mich auch überhaupt nicht mehr in Frage, außer wirklich mal zum Notfall, geschwind drüber oder auch jetzt die Oberschenkel kann man schon rasieren. Das geht auch mit dem ganz gut, aber Unterschenkel bin ich auch einfach zu blöd dazu. Kriege ich nicht gebacken, wirklich schön und sauber und wirklich glatt meine Beine zu rasieren.
Nein, ich kann das nicht. Auch hier sind die wieder durchgefallen, die Kaltwachsstreifen. Habe ich alles probiert. Ich habe auch schon von Veed das Warmwachs-Set ausprobiert. In diesem Topf, den man dann erhitzt. Und den man dann, wie gesagt, ganz normal wie im Studio auch. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert von Veed. Also ist natürlich die Hemmschwelle, wenn man das selber abzieht, relativ hoch. Und also das hat dann zum Schluss auch eine Freundin gemacht, aber es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und demnach bleibt mir auch hier nur das Waxing bzw. das Epilieren. Also mit dem braunen Silk Appeal klappt es eigentlich ganz gut. Tut aber ein bisschen mehr wie jetzt bei dem von Rossmann. Aber ist ja klar, wenn die Haare rausgehen, dann tut es auch ein bisschen mehr weh. Demnach, also bisher bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem braunen Silk Appeal Epilierer. Geht auch relativ schnell und kann man auch in der Dusche und so benutzen, was ich echt cool finde. Das kann man ja mit den meisten Geräten nicht machen. Vorsicht! Aber auch hier, ich bin für jeden Tipp dankbar und ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen gefallen und hat euch weitergeholfen hoffentlich. Und vielleicht kann man uns einfach ein bisschen austauschen, was die Tipps angeht. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss!